Wenn Sie in Liechtenstein eine Stiftung gründen, haben Sie in der Regel ein Problem mit Paragraph 15 Außensteuergesetz, der besagt, dass eine ausländische Stiftung grundsätzlich transparent behandelt wird und alle Gewinne, die in Liechtenstein anfallen, dem Stifter und den Destinatären zugerechnet werden. Und ja, darüber ist letztendlich auch Klaus Zumwinkel einmal gestolpert vor über 10 Jahren. Es gibt aber eine Gestaltung, wie das vermieden werden kann. Und das bespreche ich heute mit Professor Dr. Dr. Gierhake hier in Liechtenstein. Und wenn Sie das interessiert, dann bleiben Sie einmal dran. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und wir betreuen Mandanten letztendlich immer vollumfänglich, das heißt nicht nur die GmbH, die Geschäftsführung, sondern auch die Gesellschafter dahinter und da gibt es auch regelmäßig die Fragen, wie kann ich mein Vermögen sichern, wie kann ich es anlegen, gründen wir Familienstiftungen, gründen wir Stiftungen in Deutschland oder im Ausland in Liechtenstein. Und in der Regel hat man im Ausland das Problem, dass ja § 15 Außensteuergesetz solche Stiftungen als transparent behandelt. Und da sind schon der ein oder andere Unternehmer drüber gestolpert. Ich habe zum Beispiel einen Artikel dabei von Welt.de und da wurde der frühere Postchef Klaus Zumwinkel zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, weil, ich zitiere, das steht hier im dritten Absatz, der Verurteilte hatte Teile seines Privatvermögens in einer liechtensteinischen Stiftung vor den deutschen Finanzbehörden verborgen und so zwischen 2002 und 2006 rund 970.000 Euro Steuern hinterzogen. Das hört sich so an, als kann ich keine liechtensteinische Familienstiftung gründen, weil ich immer ein Problem mit § 15 habe und das dann doch in Deutschland nachversteuern muss. Und dafür gibt es eine Lösung. Und diese Lösung habe nicht ich mir ausgedacht, sondern diese Lösung kommt von Professor Dr. Dr. Gierhake. Also zumindest haben wir die jetzt vorbesprochen und das ist eine fantastische Lösung. Kurz zu Ihrer Person. Das sind ja immer die Titel von den Interviewgästen, die ich komplett vorlesen muss. Ist auch spannend, warum so viele Titel. Weil Sie sind Diplom-Betriebswirt. Sie sind Diplom-Wirtschaftsingenieur. Sie haben einen zusätzlichen Master of Science. Sie haben ein LLM Gesellschafts-, Stiftungsrecht und Trustrecht. Sie haben ein LLM im Banken- und Wertpapierrecht. Sie haben ein LLM im International Taxation. Sie haben einen Dr. Jur, einen Dr. Repol, so einen Universitätsprofessor. Ja, so in etwa. Gut, so in etwa, ja. Also, uns sind zehntens Lehrbeauftragter für internationales Steuerrecht oder für deutsches Steuerrecht. Auch. Im Studiengang internationales Steuerrecht an der Universität in Liechtenstein. Ganz genau. Respekt. Ja, ja. Respekt. Haben Sie viel studiert? Warum diese ganzen Studiengänge? Die passen ja auch alle super zusammen. International Taxation, Betriebswirtschaft, Dr. Jur, Gesellschaftssteuerrecht und Trustrecht. Ja. Warum so viele Studiengänge? Ja. Wohin hat Sie der Weg dann geführt und warum hat Sie der Weg dahin geführt? Ja. Vielleicht führen Sie einmal ein bisschen aus. Ja, gerne. Also das ist in der Tat, das hat sich halt über die Zeit entwickelt, ja. über die letzten 20, 30 Jahre, eigentlich ja. während meiner gesamten Berufstätigkeit. Die Geschichte ist folgende. Ich habe damals noch zu meinen Studienzeiten in Karlsruhe mit zwei Freunden mein erstes Unternehmen gegründet. Ja. Und das ist dann 1999 mit 250 Mitarbeitern an den neuen Markt gegangen. Und ja. ich habe mich damals entschieden, meine Anteile zu verkaufen. Ja. Und dabei habe ich mir überlegt, wie man eben den Verkauf der Anteile steuerlich und rechtlich strukturiert. Ja. Und habe mich damals beraten lassen und habe festgestellt, wenn man als Unternehmer in der Situation ist, über solche Transaktionen zu sprechen, dann gibt es sehr, sehr viele verschiedene Wissensgebiete, die da von betroffen sind. Ja. Man sagt, da gibt es eben Rechtswissenschaftler. Wenn man Anwalt fragt, wird man in eine Richtung geschickt. Wenn man einen Steuerberater ja. fragt, der schickt einen vielleicht noch in eine andere Richtung. Ja. Wenn Sie in unterschiedlichen Jurisdiktionen sind, dann kommt noch mal eine Auslandsperspektive dazu. Ist alles sehr kompliziert. Ja. Und ich habe mir damals gesagt, nachdem ich meine Anteile verkauft habe an diesem Unternehmen, was machst du in den nächsten 20 Jahren? Und da habe ich mich eigentlich auf die Zielgruppe von Unternehmern und vermögenden Privatkunden spezialisiert. Ich hatte dann eine Zeit lang eine Universitätsprofessur an der Technischen Universität in Chemnitz inne mit Entrepreneurship, also Unternehmertum als Schwerpunkt und bin dann jetzt aus heutiger Sicht vor 15 Jahren in die Schweiz gegangen, um Unternehmer und vermögenden Privatpersonen Anlage- und Vermögensstrukturierungsopportunitäten im europäischen Ausland zu eröffnen. Mhm. Und so sind dann meine weiteren Fortbildungsstudiengänge entstanden, die ich alle absolviert habe. Ja. Alle im Grunde genommen immer vor der Perspektive, was ist für Unternehmer und vermögende Privatkunden interessant. Ja, also ein Studiengang International Taxation
an der Uni in Liechtenstein war super, weil da sind die vier deutschsprachigen Steuerjurisdiktionen gleichförmig unterrichtet worden. Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Und ich bin damals, wenn man so will, wie so ein Trüffelschwein durch Europa gegangen und habe gesucht, wo sind die besten Gestaltungsmöglichkeiten für Unternehmer und vermögende Privatpersonen in Deutschland. Bin unter anderem auf die Liechtensteinische Stiftung gestoßen, auf privat platzierte Lebensversicherungsverträge in Liechtenstein und habe dann eben noch den LLM in Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht gemacht. Alle haben sie irgendwie Bankanlagen, deswegen habe ich halt den Banking and Securities Law gemacht. Da meine Kunden häufig schon ein bisschen betagter sind, hat mich Psychologie und Gerontopsychologie interessiert. Und das war jetzt so mein letzter Studiengang, den ich absolviert habe. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und ich versuche eigentlich immer, das, was ich da rausfinde, möglichst schnell in die Praxis umzusetzen und gute, praktikable Lösungen für Unternehmer und vermögende Privatpersonen bereitzustellen. Und die Liechtensteinische Stiftung ist eine solche Möglichkeit, auf die ich in diesem langen Weg gestoßen bin und die ich heute eigentlich mit Herzblut und eigentlich ausschließlich mich darauf spezialisiert habe, wie kann man Liechtensteinische Stiftung für deutsche Unternehmer und vermögende Privatpersonen organisieren im Grunde genommen. Ja. Also das ist, da haben wir auch schon ausgiebig drüber gesprochen, wir machen ja auch viele Fälle gemeinsam. Dazu wird es noch zwei Videos geben zu dem Thema Stiftungsrecht und die drei Asset-Klassen. Die werden wir, wenn die nach dem Video öffentlich sind, oben verlinken. Jetzt eins vorweg, vor diesen Videos. Ja. Ich bin ja hier wegen Ihrer, ich sag mal, besten Steuergestaltung. Mein Ziel ist es letztendlich, in den nächsten Jahren über 100 Steuerberater zu interviewen oder Berater zu interviewen, die jeweils ihre beste Steuergestaltung hier auf YouTube teilen. Genau. Und ich bin natürlich jetzt wegen dem Stiftungssteuerrecht hier in Liechtenstein. Die anderen Themen zum Stiftungsrecht auch, dazu gibt es das separate Video eben. Und jetzt dieser Fall zum Winkel. Der ist ja, also man weiß es natürlich nicht im Detail, aber er hätte die Gewinne nachversteuern müssen, der ist mit Sicherheit aber § 15 Absatz 1 Außensteuergesetz gestolpert. Und das gibt einem das Gefühl, dass man eben eine Liechtensteinische Stiftung nicht mehr gründen kann, ohne über die Probleme zu stolpern. Dass alle Gewinne, egal ob ich sie auszahle an die Begünstigten oder drin lasse, ohnehin oben versteuert werden müssen. Mhm. Mit einem normalen vollen Satz. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine mittelgroße Katastrophe. Mhm. Genau. Wenn ich hier in § 15 Absatz 1 reinschaue, dann steht dort Steuerpflicht von Stiftern, Bezugsberechtigten und Anfallsberechtigten, Vermögen und Einkünfte einer Familienstiftung, die Geschäftsleitung und Sitz außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes haben, also außerhalb von Deutschland, in Klammern ausländische Familienstiftung, werden dem Stifter, wenn er unbeschränkt steuerpflichtig ist, sonst den unbeschränkt Steuerpflichtigen, die Bezugsrechte oder Anfallsberechtigt sind, bezugsberechtigt oder anfallsberechtigt sind, entsprechend ihren Anteilen zugerechnet. Das heißt, die müssen alles versteuern. Mhm. Dann hilft mir die Familienstiftung doch gar nicht weiter. Mhm. Genau, also das ist § 15 AStG. Ja. Das ist also das Außensteuergesetz. Das Außensteuergesetz ist ein Gesetz, was in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden ist und im Wesentlichen mit der Zielsetzung gestaltet wurde, Auslandsgestaltungen für deutsche Steuerbürger nicht zu leicht zu machen. Ja, und seitdem gibt es im Prinzip immer so ein Hase- und Igel-Rennen zwischen den deutschen Bürgern, die versuchen, nach günstigen Auslandsstrukturen im steuerlichen Sinne zu fahnden, und der deutschen Finanzverwaltung, die das nicht wollen. Ja, und da geht es also immer hin und her. Und irgendwann ist eben auch dieser § 15 AStG entstanden, der sich ausschließlich um Familienstiftung handelt. Ja, der auch mit der Paragraph. Genau. Andere Paragraphen gehen um was ganz anderes. Genau. Es gibt verschiedene, die geht es um die Hinzurechnungsbesteuerung bei Kapitalgesellschaften, das ist so 7 bis 14. Ja. Ja? Und 15 ist ausschließlich Familienstiftung. Und als dieses Außensteuergesetz begründet wurde, sagte man, Familienstiftungen wollen wir nicht. Mhm. Und deswegen machen wir diesen 15 Absatz 1, deswegen steht er da auch ganz oben und sagt, da gucken wir durch. Ja. Ja? Mit der Rechtsfolge, wenn jemand eine Stiftung in Panama gründet oder in Liechtenstein oder in Malta oder sonst wo, dann ignoriert das der deutsche Fiskus durch diese Fiktion einer Hinzurechnung oder nicht durch eine reale Hinzurechnung, durch die Fiktion der Nichtexistenz der Gesellschaft. Ja. Normalerweise hat eine juristische Person ja Abschirmwirkung. Mhm. Ja. Das ist aber in dem Fall durch diesen Absatz 1 außer Kraft gesetzt. Mhm. Historisch der erste Absatz. Dann ist aber irgendwann Deutschland der Europäischen Union beigetreten. Ja.
Und damit kam aus diesem Absatz 1 letztlich eine europarechtliche Diskriminierung hinaus, dass man sagt, also eigentlich gibt es keinen Grund, warum die deutsche Familienstiftung anders behandelt werden sollte als eine österreichische oder eine maltesische. Das ist europarechtswidrig. Ja, also wenn ich das bei deutschen Stiftungen nicht mache, darf ich das auch bei anderen EU-Stiftungen nicht machen. Aber hier steht ja drin nur ausländische Stiftung. Also das heißt, ich behandle eine ausländische Stiftung schlechter als eine rein deutsche Stiftung. Und das ist europarechtlich verboten. Ja. Ja? Und das hat dazu geführt, dass der deutsche Gesetzgeber dann irgendwann mal nachbessern musste. Ja. Und das ist man, findet man heute im Absatz 6 von Paragraph 15 ASTB. Okay. Ob das schon mal beim EuGH war oder ob der Gesetzgeber es selbst proaktiv gemacht hat, weiß ich jetzt an dieser Stelle nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein Problem mit den Grundfreiheiten. Wie das beim EuGH so abläuft, habe ich bereits ein Video gemacht, das verlinke ich Ihnen dort oben. Und da gibt es jetzt einen 15 Absatz 6. Ich lese ihn einmal vor. Gerne. Hat eine Familienstiftung, Geschäftsleitung oder Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertrag des EWR-Abkommens, ist Absatz 1 nicht anzuwenden, wenn Nummer 1 nachgewiesen wird, dass das Stiftungsvermögen der Verfügungsmacht der in den Absätzen 2 und 3 genannten Personen rechtlich oder tatsächlich entzogen ist und Nummer 2 die Finanzverwaltung aufgrund einer Amtshilferichtlinie alle Informationen für die Besteuerung zugänglich hat. Genau. Also ich lese zwei Nummern, aber ich lese drei Voraussetzungen hier so ein bisschen raus. Genau. Ist das bei einer lichtensteinischen Stiftung umsetzbar? Genau. Also das ist jetzt genau der Grundsachverhalt, ist der, eine Auslandsstiftung wird Transparenz behandelt. Nach Absatz 1? Nach Absatz 1. Ja. Das gilt so auch und das gilt auch weiterhin für alle schweizerischen Stiftungen, panamesischen Stiftungen und US-Trusts und was es da so alles gibt. Alle Stiftungen weltweit haben Probleme mit 15.1. Haben sie, genau. Ja. Und fliegen deswegen faktisch aus der Gestaltungsperspektive eines deutschen Rechtsanwenders aus dem Raster. Ja? Verstehe. Fliegen raus. Ja. So. Jetzt gab es eben EU, wo man sagt, aus Diskriminierung von EU-Sachverhalten ist verboten. Ja. Bisschen später, 1995, gab es den EWR, wo EWR ist der Vertrag über den europäischen Wirtschaftsraum. Ja. Das ist im Prinzip eine Parallelveranstaltung zur EU. Ja. Und zu den Vertragsstaaten des europäischen Wirtschaftsraums zählen alle EU-Staaten und zusätzlich Island, Norwegen und das Fürstentum Liechtenstein. Ja. Ja? Und in allen diesen Ländern, also sowohl in der EU als auch im EWR, gilt das europäische Primärrecht mit genau diesen Grundfreiheiten, die Sie genannt haben. AIUV insbesondere, Genau, genau. Ja. Und damit dürfen diese Standorte aufgrund der europäischen Rechtslage nicht gegenüber inländischen Strukturen diskriminiert werden. Nach den primärrechtlichen Grundfreiheiten ist es ja so, dass wenn ein Deutscher eine deutsche Stiftung hat, und es fällt keine Hinzurechnungsbesteuerung an, wie bei § 15 AStG, dann hat er einen steuerlichen Vorteil letztendlich. Mhm. Wenn der Deutsche aber jetzt keine deutsche Stiftung gründet, sondern einem EU- oder EWR-Ausland, haben wir einen grenzüberschreitenden Sachverhalt. Genau. Den muss ich quasi mit dem reinen deutschen Sachverhalt gleichstellen. Ja, gleichstellen. Mhm. Und jetzt steht aber im Gesetz eben, dass bei Auslandssachverhalt mit ausländischen Stiftungen dann die Steuer ein bisschen höher ist, also die Hinzurechnungsbesteuerung letztendlich greift über § 15. Genau. Und das ist das Problem mit Europarecht, dass ich den EU-EWR-Sachverhalt nicht benachteiligen und nicht schlechter stellen darf als den rein deutschen Sachverhalt. Genau, also es gibt die europarechtliche Vorgabe, dass man im Grunde genommen Verhältnisse innerhalb der EU oder im EWR gegenüber einem inländischen Fall eigentlich nicht diskriminieren darf. Ja. Ja? Jetzt muss man aber fairerweise eben dazu sagen, und das führt zu diesen anderen Bedingungen, die eben in 15 Absatz 6 genannt werden. Ja. Nummer 1 und 2? Ja. Nee, Paragraph 6. Absatz 6, da gibt es zwei weitere. Ja, genau. Nummer 1 und 2. Genau. Okay. Ja, genau. Nummer 1 und 2. Ja. Genau. Also man darf grundsätzlich europäische Strukturen nicht diskriminieren. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, als dieser Absatz 6 geschaffen wurde, da war es ja noch so, dass Liechtenstein, wenn man so will, eine Steueroase war. Ja. Ja, also es gab zum Beispiel keinen Informationsaustausch in steuerlichen Fragen. Ja. Ja. Und das hat man damals als Absatzpunkt genommen, dass man gesagt, ja, wir müssen im Prinzip die europäischen Länder gleich behalten, aber dann müssen wir auch auf der gleichen Wiese spielen. Ja, und dann muss ein Informationsaustausch auch gewährleistet sein, so wie wir den innerhalb von Deutschland auch haben.
Weil ich muss ja wieder gleich behandeln. Genau, ich muss ja also gleich behandeln. Ja? Das wäre ein Rechtfertigungsgrund, also nach der Diskriminierungsstufe, wo ich sage, genau, ist es benachteiligt, kommt dann nachher die Rechtfertigungsprüfung. Genau. Da ich frage, da kann Deutschland aber mit einem Argument dann doch diskriminierend. Genau. Argument zum Beispiel, naja, wenn der Deutsche eine deutsche Stiftung macht, dann habe ich ja alle Informationen, ist eine deutsche Stiftung, macht der Deutsche eine liechtensteinische Stiftung, fehlen mir die Informationen. Ganz genau. Und dann dürfte ich vielleicht doch steuerliche Nachteile. So steht es hier. Ne? Ganz so. Genau. Und deswegen steht jetzt, genau, jetzt gibt es diese beiden Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Genau. Okay. Und der eine ist der etwas einfachere. Also erstmal, wir sind mit Liechtenstein im EWR. Ja. Das heißt, die Grundvoraussetzung 1 für die Möglichkeit, in diesen Absatz 6 reinzurutschen, ist gegeben, einfach qua Standort. Ja? So. Dann die zweite Möglichkeit, unter Nummer 2 genannt, das Vorhandensein eines Informationsaustauschabkommens, was sicherstellt, dass die Finanzverwaltung im Bedarfsfall an die Informationen herankommt, die sie brauchen, um eine Besteuerung korrekt durchzuführen. Ja? Ja. Und diese Informationsaustauschbasis, die ist geschaffen worden im Jahr 2009. Ja. Das ist jetzt mittlerweile schon 2009, ist ein Jahr nach zum Winkel, ist da zeitlich sehr nah in dem Zusammenhang passiert. Ist auch inzwischen unstreitig, da gibt es also auch eine Vereinbarung zwischen der deutschen Finanzverwaltung und der liechtensteinischen Finanzverwaltung, dass dieses TIEA, dieses Informationsaustauschabkommen in Steuerfragen, dass das eine geeignete Basis ist, um diesen Informationsaustausch zu gewährleisten. Inzwischen gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Liechtenstein, wo auch ein großer Informationsaustausch vereinbart ist. Es gibt einen automatischen Informationsaustausch. Ja. Liechtenstein liefert die Bankdaten an das per Kontrollmitteilung an die zuständigen deutschen Finanzämter. Also dieser Informationsaustausch ist gewährleistet. So, und es bleibt eigentlich noch für die liechtensteinische Anerkennung oder die Vermeidung der Hinzurechnungsbesteuerung die Nummer 1. Ja. Und vielleicht lesen wir den nochmal vor. Genau, es muss nachgewiesen werden, dass das Stiftungsvermögen der Verfügungsmacht, der in den Absätzen 2 und 3 genannten Personen rechtlich und tatsächlich entzogen ist, also den Stiftern, den Begünstigten und so weiter, also der Familie. Genau. Also rechtlich und tatsächlich muss es entzogen werden. Ganz genau. Also, und da muss man sich eben vergegenwärtigen, was meinte der Gesetzgeber damit. Ja. Ja, also er wollte eigentlich, dass diese typischen liechtensteinischen Steuerhinterziehungsstiftungen, die man damals hatte, dass die zum Winkel und alle davor, dass die eben jetzt nicht in dieses Privileg reinrutschen, dass man durch die nicht mehr durchgucken darf. Ja. Ja? Und da hat man sich überlegt, was hat denn diese alten Stiftungen alle ausgemacht? Mhm. Ja? Und da war es eben immer so, dass das Stiftungsvermögen eben nicht der Verfügungsmacht des Stifters tatsächlich und rechtlich entzogen war, sondern ganz im Gegenteil. Fast alle diese Stiftungen waren so gut wie immer, wie das damals in Liechtenstein üblich war, mit sogenannten Widerrufsvorbehalten ausgestattet oder mit starken Änderungsvorbehalten. Der Stifter hat im Prinzip, sage ich mal, so eine Art Briefkastenstiftung gemacht und konnte dort im Grunde genommen in der Anfangszeit mehr oder weniger damit agieren, als wäre es sein eigenes Bankkonto. Ja. Das wurde auch hinterher, sage ich mal, bei den ganzen Nachdeklarationen, bei den Selbstanzeigen, die nach 2008, 2009 kamen, genau immer so angenommen, dass man auch als Steuerberater oder als Rechtsanwalt für Steuerrecht, der die Selbstanzeige zu betreuen hatte, immer argumentiert hat, diese Stiftung hat es eigentlich nie gegeben. Ja? Und wir tun jetzt mal so, als würden die Erträge, die die Stiftung in den letzten 10 Jahren erwirtschaftet hat, als wären die direkt dem Stifter zugeflossen. Ja. So, damit habe ich nämlich sowohl die rechtliche und tatsächliche Entziehung nicht geschafft. Genau. Also wenn ich ein Widerrufsrecht habe, ich übertrage 5 Millionen und kann das Geld jederzeit zurückfordern, habe ich das Vermögen nicht rechtlich übertragen. Ganz genau. Und wenn ich selber noch im Vorstand bin und jeden Tag auch frei, komplett frei überweisen kann und auch als Stifter nochmal Anweisungen geben kann an den Vorstand, den ich vielleicht auch gar nicht selber dann doch nicht bin, aber ich habe die rechtlichen Möglichkeiten, habe ich auch tatsächlich nicht entzogen. Ja, das ist sogar noch schlimmer gewesen. Also es gab einen sogenannten Mandatsvertrag damals in der Gestaltung. Das bedeutet, dass also der Stifter im Grunde genommen den Stiftungsvorstand mit einem zivilrechtlichen Vertrag gebunden hat, dass der Vorstand des Stiftungs nur das machen darf, was er wollte. Ja? So, und das führte korrekterweise zu dieser Hinzurechnungsbesteuerung. Ja. Und das wollte man hinterher auch im Rahmen aller dieser Selbstanzeigen so haben, weil die Alternative wäre nämlich Folgendes gewesen, das wäre für die Steuerhinterzieher im Zweifel teurer geworden, dass die Stiftung damals tatsächlich wirksam errichtet würde und dann wäre eine Schenkungssteuer angefallen und die hätte sich mit 6% Verzins pro Jahr, und das ist deutlich teurer geworden als die Besteuerung der laufenden Erträge. Hat man von vornherein die Transparenz versucht, wieder durchzuboxen. Okay. Und wie bekomme ich jetzt diese rechtliche und tatsächliche
Entziehung des Vermögens. Genau. Bekomme ich das hin? Also das bekomme ich jetzt hin. Kernpunkt. Genau. Und zwar, also das war ja ganz genau gezielt auf diese altrechtlichen Stiftungen. Ja. Und man hat gesagt, okay, diese ganzen Steuern, die wollen wir, das wollen wir nicht. Ist ja auch nachvollziehbar, ja, dass man das nicht aus fiskalischer Perspektive nicht wollte. Alles okay. Im Prinzip steckt da die umgekehrte Anforderung drin. Eine Auslandsstiftung im EU-EWR-Raum ist dann okay, wenn man sie nach den gleichen Prinzipien errichtet, wie sie in Deutschland eine Familienstiftung hat. Ja, das ist ja auch europarechtlich nachvollziehbar. Ja, wenn man sagt, also wenn wir eine Stiftung im Ausland gründen, dann müssen wir nach den gleichen Regeln spielen wie im Inland. Ja. Ja, und bei einer inländischen Stiftung in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, dass der Stiftungsakt unwiderruflich ist. Vermögen ist einmal übertragen, bekomme ich nie wieder dran. So ist es. Ja, das ist also der harte Teil sozusagen des deutschen Stiftungsrechts. Das ist übrigens eine Besonderheit in Deutschland. Also in Österreich ist eine Widerruflichkeit und eine Änderbarkeit der Stiftung nach wie vor völlig, völlig unkritisch. Ja, da gibt es andere Regeln, die einen Missbrauch im Ausland verhindern sollen. Ja, und das geht immer davon aus, wie man das selbst in seinem jeweiligen Heimatland hat und wie die rechtlichen Rahmenbedingungen dort sind. Ja? Und jetzt ist es eben so, wenn man eine liechtensteinische Stiftung so ausgestaltet wie eine deutsche Familienstiftung, in dem Sinne, dass der Stiftungsakt ein unwiderruflicher ist, dann ist das Stiftungsvermögen der Verfügungsmacht des Stifters oder der Begünstigten rechtlich und tatsächlich entzogen. Mhm. Ja? Wobei, man muss hier immer aufpassen, hier steht nachgewiesen wird. Ja. Ja? Das bedeutet ja im Prinzip eine Umkehrung der Beweislast. Der Steuerpflichtige muss nachweisen. Das ist in der Praxis nicht ganz unproblematisch. Ja. Ja? Das bedeutet aber, dass man, wenn man eine liechtensteinische Stiftung managt, und das ist ja im Grunde genommen unser Tagesgeschäft, dann ist es nicht nur eine einmalige Aufgabe von uns als Stiftungsmanager, dafür zu sorgen, dass das unwiderruflich kommt, sondern im Prinzip müssen wir erstens sehr transparent sein. Mhm. Bei unseren Stiftungen weiß die Finanzverwaltung als erstes, wie die Stiftungssatzung ausgestaltet ist. Sie kriegen das alles offengelegt. Ja? Mhm. Sondern wir müssen auch nach dem Stiftungsakt die Stiftung tatsächlich so leben. Mhm. Also wir dürfen nicht als, wie soll man sagen, verlängerter Arm des Stifters agieren, sondern unser Job ist es, den historischen Stifterwillen umzusetzen. Ihr Job als Stiftungsmanager. Genau. Also wenn mein Mandant die Stiftung gründet, wird die Satzung beschlossen, wird unterschrieben und dann wird es einen Aufsichtsrat und einen Vorstand geben und das ist letztendlich Ihr Job, das dort vor Ort zu machen. So ist es. Genau. Und zwar nicht einmalig, sondern wirklich im Sinne des Stifters und immer mit einem Seitenblick darauf, eigentlich muss das alles sehr sauber sein. Die Stiftung, eigentlich müssen alle Dokumente im Prinzip vorlagefähig bei der deutschen Finanzverwaltung sein. Und zwar laufend. Unter uns legen wir ja auch immer vor. Machen wir, genau. So, weil die Übertragung des ersten Kapitals löst ja schon Schenkungssteuer aus. Genau. Und da kommt eben die Schenkungssteuererklärung mit allen Anlegen und wo wir dann wirklich sagen, hier Leute, das ist das Level Playing Field. Wir wollen nichts verstecken, ganz im Gegenteil. Und da wird auch die Satzung offengelegt und direkt offengespielt. So, wenn man das nicht hinbekommt, muss ich ab dem ersten Jahr jedes Jahr die Gewinne, die dort anfallen, in Liechtenstein nachversteuern. Ja. Mhm. Und wenn man das jetzt so hinbekommt, hat man natürlich ganz viele Vorteile. Also insbesondere auch steuerliche Art und auch haftungsrechtliche Art. Ich kann mein Vermögen übertragen auf die liechtensteinische Stiftung, dann habe ich das aus dem deutschen Haftungsbereich raus. Ich kann die Erbersatzsteuer vermeiden, ich kann die Wegzugsteuer vermeiden, ich kann Gewinne nur mit 12,5% versteuern, Auslandsgewinne sogar nur mit 0% versteuern, weil Liechtenstein nur das versteuert, was dort anfällt. Also wenn man das hinbekommt, und das kann man hinbekommen, das bekommen viele hin, ist aber fachlich auf einem sehr hohen Niveau. Also muss man merken, ja? Also das ist nicht mal gerade so, man geht nach Liechtenstein und nimmt sich eine Mustersatzung und gründet da eine Stiftung. Da muss man sich sogar sehr ausführlich mit beschäftigen. Ja. Sie haben ja eingangs gefragt, warum mache ich das alles? Da mein juristischer Doktortitel, das war also eine Dissertation in 2012 zu dem Thema, einem Rechtsvergleich zwischen deutschen, österreichischen und liechtensteinischen Familienstiftungen und zwar explizit aus der Perspektive eines deutschen Unternehmers und einer vermögenden Privatperson. Und auch da bin ich im Grunde genommen, habe ich gesucht, was gibt es alles für Einfallstore, die Sachen zu vergleichen? Wie kann man das Ding ausgestalten, dass es wirklich möglichst rechtssicher ist für den deutschen Rechtsanwender? Wie kann man das machen? Welche Probleme sind zu beachten? Habe ich festgestellt, eine Transparenz aus schweizerischer Perspektive oder aus österreichischer Perspektive. Ich wohne ja seit 15 Jahren in der Schweiz und arbeite in Liechtenstein. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber meine Dissertation war auf den deutschen Fall. Und ich habe inzwischen auch ein paar Schweizer Stifter. Ja. Aber im Wesentlichen ist das, muss man das aus der deutschen Sicht sehr genau anschauen und professionell machen. Dann klappt das auch. Mhm.
Okay. Dann für welche Länder, also jetzt denke ich an meinen deutschen Mandanten, für den kommt Liechtenstein in Frage. Aber welche Länder kann der noch in Erwägung ziehen? Also ohne Großbritannien haben wir 27 EU-Staaten, ja, plus noch Norwegen, Island und Liechtenstein, ja, als EWR. Die sind auch begünstigt, sind ja genau 30 Länder. Genau. Kann ich das auch noch mit Amerika machen, mit Australien? Kann ich dort auch Stiftungen errichten und mich hier auf § 15 Absatz 6 berufen? Genau, also das ist, also zunächst einmal, wenn man eben solche Stiftungen errichtet, dann geht es ja darum, zunächst einmal sogenannte anteilseignerlose Zweckvermögen zu schaffen. Also Vermögen, wo tatsächlich die Eigentumskette abreißt. Ja. Weil es nutzt mir nichts, eine GmbH in Malta zu gründen oder irgendwas in Zypern, weil ich bin letztlich immer Eigentümer und in Deutschland wird nach dem Weltvermögenprinzip besteuert. Und insofern geht das alles ins Leere. Die Eigentumskette muss abreißen. Ja. So, und da kommen im Prinzip dann aus diesem Grund in 15 Absatz 6 nur europäische Jurisdiktionen in Frage, aus dem EWR-Raum. 30 Stück in der Summe. Genau, das sind die. Und jetzt muss man nochmal einschränken, aus deutscher Perspektive kommen eigentlich nur Länder in Betracht, die ein Stiftungsrecht haben. Ja. Ja? Es gibt noch Trustrecht, das macht etwas Ähnliches. Ja. Da ist man aber aus deutscher Perspektive immer etwas unsicher, wie das steuerlich zu behandeln ist, weil es den Trust im deutschen Recht nicht gibt. Ja. Und immer wenn man aus deutscher Perspektive etwas nicht kennt, wird es im Zweifel mit guten Gründen diskriminiert. Ja? Also suchen wir deswegen in Europa alle Stiftungsrechts. Also weil beim Trust hat man mehr sowas wie Anteilseignerbeziehungen noch, was man im Stiftungsrecht per se nicht hat. Ja, das Problem beim Trust ist, die haben dann ein zivilrechtliches Eigentum und ein Billigkeitseigentum, nennen die das. Und das ist so ein Split des Eigentums, was man im deutschen Recht, im Zivilrecht überhaupt nicht kennt. Ja. Und das macht die Sache immer etwas schwerer handhabbar. Das ist das kommt noch aus der Zeit, wo aus England, wo die Ritter in den Kreuzzug geschickt wurden. Ja. Und da ist der Trust entstanden und da wurde so ein bisschen dieses Billigkeitseigentum und das juristische Eigentum entstanden. Und das hat eine lange Rechtstradition, ist aber in Europa nicht zu vermitteln, in Deutschland beispielsweise. Also scheiden eigentlich die ganzen Trust-Rechtsordnungen aus. Ja. Dann gibt es Stiftungsrechtsordnungen und das sind im Wesentlichen, Liechtenstein, dann ist es Österreich seit 1995, dann ist es Luxemburg, die haben ein neues Stiftungsrecht seit, ich weiß gar nicht, 4, 5 Jahren oder so. Und ich glaube, die Malteser haben auch noch ein Stiftungsrecht. Und Deutschland auch. Und Deutschland auch, natürlich. Aber das wollen wir eben nicht. Genau, aber das sind so 4, 5 Dinger. Ja, ja? Ja. So, und wenn man sich die jetzt alle anschaut, die dürfen alle nicht diskriminiert werden. Ja. Und von diesen 5 Stiftungsrechtsordnungen ist Liechtenstein mit Abstand die unternehmerfreundlichste und die attraktivste. Zivilrechtlich wie steuerrechtlich. Und das ist der Grund, warum eben da Liechtenstein so spannend ist.